von Hirten und Schafen. Aufgabe der Hirten ist es, ihre Schafe zu leiten, sie davor zu bewahren, vom rechten Weg abzukommen. Hirten wissen genau, was ihre Schafe brauchen. Darum haben die Schafe die Pflicht, treu ihrem Hirten zu folgen. Einmal angenommen, ein pflichtvergessenes Schaf hält sich nicht an diese Regel und läuft einfach fort. Aus des Hirtensicht kann das nur falsch sein. Doch das Schaf sieht das anders und sucht seinen eigenen Weg. Doch weil der Hirte es gut mit ihm meint, macht er sich auf und folgt seinem Schaf. Nun ist es das Schaf, das den Weg zeigt. Ist es ein Weg über Hindernisse und Abgründe in die Irre? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht führt ihn das Schaf zu ganz genau den Gräsern und Kräutern, die den Tieren neue Kraft bringt. Der Hirte fasst nach reiflicher Überlegung mutig einen Entschluss. Er vertraut dem Instinkt seines Schafes, nimmt das Tier auf die Schultern und sagt: Ich schlage vor, wir gehen noch die anderen holen. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there in a hurry. You don't have to worry, 'cause baby,